Hey, hat hier jemand Bock auf Borderlands 2? Ja! Ba, ba, ba. Here we go! Ahoi, Ladies and Gents, es spricht euer Kavalierberat. Mit mir dabei habe ich den Sephiron. Yay! Mr. Nico dem LP. Jawohl! Und Ralfinger LP! Titten. So, okay. Wir haben uns ausgewählt. Hier, Handsome Jack, die Quest, die Nebenquest. Und dann versuchen wir jetzt mal, das Audiolog zu finden. Okay, wer weiß, wo es lang geht? Angriff! Er rennt einfach mal. Niemand, einfach mal rennen. So, ja. Leute, ich muss gerade mal was beißen, wo wir schon schön hier sind. Ja, der liebe Sephiron hat's mal wieder geschafft und hat ein paar Aufnahmen einfach so verbrezelt, ne? Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, einen Kanal der drei wunderbaren Kumpels hier zu besuchen. Und ja, wollte mich ganz schelmisch dafür entschuldigen. So. Aber jetzt geht's weiter. Ja, schelmisch. Normal, schelmisch. Komm her, du Sack. Waren wir hier nicht schon? Ja, hier waren wir schon, aber wir müssen nach hinten. Danke sehr. So, jetzt bist du wieder am Leben. Dankeschön. Nein, nicht. Oh, nicht wegschießen. Oh. Ja, ich belebe dich doch wieder, keine Sorge. So. Ja, meine lieben Zuschauer, ihr habt verpasst. Ich bin auf Stufe 5 gekommen und hab jetzt so eine Fähigkeit. Oder die Hauptfähigkeit des Zeros bekommen. Und jetzt geht das Ganze so richtig ab hier. Keine. Let's go! Mal den Nico dem hier heilen, weil er mal wieder nicht klarkommt hier. Ja. Komm her, du! Nein, ich will kein Duell gegen dich. Gut ausgewichen! Ich baller nur vorbei. Ich hab ja, ich auch. Ich keine Accuracy. Total schlimm. Das ist ganz so schlimm. Ja, ich muss sagen. Und noch ein HP. Wenn jemand ein Medikit findet, mir bitte Bescheid sagen. Jo, leider nein. Leider geil. Yeah! Heilige Scheiße! No, ah! Ich komme. Oh, du bist. Ah. Mann, ist doch nicht wahr. Komm her, ich gehe jetzt immer näher auf dich zu, du Sack. Da unterdrückt gleich hol. Hey, halt still. Ich wollte ihn töten. Halt still. Sau. Halt, stopp. So, ist halt. Halt, stopp. Ist entstechen. So, ich muss mal ganz kurz ins Menü. Das macht gar nicht so. Mal vergleichen. Hier. Yeah. Feuerrate ist schon einiges besser. Was hier alles guckt, ne? Ja. So, weil ich bin ja kein Scharfschütze von dem her, deswegen. Hier sind ich mir ein paar jetzt mal zwei Waffen, die man einfach so rumfeuern kann, und dann mache ich nachher mal den. Wie nennt man es? Perk? Perk? Ja, Perk. Ich mache den Perke. Nicht zu verwechseln mit Pork. Genau. Ich habe jetzt mal so eine Handfeuerwaffe genommen. Zum Spaß. Ach so, ja, es ist auch nicht alles eine Handfeuerwaffe, ne? Ja, so eine Single-Handfeuerwaffe. Ach, eine Kannst Single-Handfeuerwaffe. Geh mal vorbeiwinken. Okay, wir rennen nur verplant rum. Womit? Ja, ne? Ja, hier hinten. Ah! Gegner. Scheiße. Da war Nico dem, schnell, helft ihm. Wird ausgewichen. Nico dem weiß Bescheid. Er hat den Plan. Zeit für die Sniper-Action hier. So, ich renn einfach mal rein. Ja, wieso auch können die sich eigentlich rollen und wir nicht? Das nenne ich ja, mal ne? Diskriminierung. Hey, das ist meine. Nö. Kann sie nur nicht nutzen. blöd. So, jetzt mach ich mal meinen Perk. Hey, wie ich an denen vorbeiziehe, ne? Jetzt reicht's mir. Angriff! Tourette! Tourette-Syndrom! Los! Alter!
Oha. Ich hab ein Level up. Wir haben wieder in der Luft Gegner, Vorsicht. Oh oh. Oh, oh. Komm zu mir zurück. Jetzt. Yeah. Okay, mein ganzes Bild ist schier schwarz, wenn ich mit meinem Perk einsetze. Au. Ey. Woo. Yeah. Oha. Vom Himmel geholt, die Sau. Ja, jeden einzelnen. Oh, guck mal. Aussicht kommt. So nicht. Ey. Schau ich hier wirklich durch das Fernrohr durch? Seht ihr mich da gerade? Ja, ich seh dich. Hä? Was machst du da? Hä? Er genießt die Aussicht. Wo denn? So. Au. Wo seid ihr? Hier oben. Da oben, auf dem Hügel. Ah. Was? Wir müssen doch da hoch. Hier oben ist doch dieser Checkpoint Xbox da. Cleart den See oder so, ne? Bitte sag nicht, ich habe jetzt $5 bezahlt für nix. Doch, ich habe da durchgeguckt für $5. Da unten geil. Ich kann meinen Kopf nicht mehr bewegen. Das war gerade so ein bisschen. Gegner respawnen anscheinend immer hier, ey. Okay, also müssen wir da rauf oder wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen da rauf. Leute, ich kann mich nicht mehr bewegen. Wo bist du denn hier? Am Fernrohr. Drück mal E. Hab ich schon die ganze Zeit. Drück mal Escape. Ja, geht. Komm her. Ey, ich komm nicht so weit. Bug im Spiel, Leute. Bug. Also ich bin draußen aus dem Fernrohr. Ich hab's gerade nur für $5 probiert. Ja, aber ich komm nicht mehr raus aus dem Fernrohr. Beziehungsweise ich stehe davor und kann mich nicht mehr bewegen. Ja, das ist auch nicht intelligent, an deinen Fernrohr reinkriecht, ne? Ich hab so Ansicht, dass man nicht mehr rauskommt. Ja, was macht der kleine Zwerg hier am Fernrohr? Hä? Schwanzverlängerung oder was? Ich brauche keine längere Schwanz. Ich habe gesagt, ich bin eine Krokodil. Ey, haben die Leute bei euch auch so keine Ahnung von Zielen oder so? Ich schieß die ganze Zeit vorbei. Also nicht, Freunde, was machen wir? Wir gehen jetzt mal zu dritter hoch, schießt mal nicht da runter, spart die Munition. Wir gehen jetzt mal da hoch ohne den Kavalierpirat und schauen, dass wir zum Checkpoint kommen ohne. Oder stell dich mal vor mich und mach Duell. Vielleicht kann ich dann irgendwas machen. Du stehst immer noch hier. Drück doch mal Escape. Einfach nur Escape. Hab ich schon die ganze Zeit, Alter. Geht nicht. So, Freunde, da sind wir wieder. Wir mussten eine kurze Pause machen, weil der liebe Kavalierpirat an diesem wunderbaren Fernglas festgehangen hat. Ich weiß auch nicht, was er dran so anziehend findet. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder voll dabei und jetzt geht's weiter. Rauf wollten wir, ne, eigentlich. Richtig. Wer weiß, womit er da festgesteckt hat. Oder warum oder was er reingesteckt hat. Wissen, in das Rohr, ne. Ja. Also ich hab $5 reingesteckt, ja. Meine lange Krokodilswand. Mit Nocken. Ja, und Schuppen. Oh, nee. Oh. Nivea, kennst du? Hier, so. Leute. Hier muss man was aufbrechen. Vor allem, hier hat es gerade gespeichert, ne? Hallöchen zusammen. Oh, nicht schon wieder Dinger im Himmel, ey. Hier ist Jack. Keiner bewegt sich. Was bedeutet das? Verzeihung, wie war noch Ihr Name? Pierce. Also, Miss Pierce, und bitte brechen Sie mir jetzt nicht das Herz und sagen, dass es Mrs. Pierce heißt. Dieser Zug gehört nicht Ihnen. Würden Sie sich bitte umdrehen und mich ansehen, meine Hübsche? Dieser Zug wurde rechtmäßig requiriert unter... Heilige Scheiße! Was ist denn mit Ihrem verfickten Gesicht passiert? Bitte, das heißt Ungelung. Da bekommt... ich hab Pierce am Penis. Aber guck, das ist eine ganz neue Bedeutung, ne? So, wo gehen wir jetzt hin hier? Scheiße, also irgendwie sagt der, hier soll was sein, aber hier ist nichts. Ah, ich sehe ja, der Sir Hammerlock ist nur hier. Ah, ich wollte gerade auch. Die alte Hammerlocke. Den Kopf weg. Was sagt denn die Map zu uns hier? Sieh mal an. Ich kann die Map irgendwie nicht lesen. Ich bin. Ich mach Ihnen einen Vorschlag, Lady. Gefunden! Ich weiß nicht mal, wie ich Sie anreden soll. Sie erzählen mir, warum Sie so aussehen, als wären Sie in einem Bandschleifer gelaufen und ich lasse euch alle gehen. Mein Mann hat mir einen Skeg-Perlenring geschenkt. Die Perle hat hungerverursachende Pheromone freigesetzt. Oh, was soll ich sagen? Das tut mir echt leid. Verzeihen Sie, dass ich. Wo ist Ihr Mann jetzt? Er ist tot. Das bricht einem ja das Herz. Jetzt haben Sie wenigstens was mit ihm gemeinsam!
Oha. Sack, ey. Ein ganz böser Junge. Waffen, 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 verkaufen! Waffen! Oh, sch. Ich komm da nicht mal hin, so, weil der dicke Gnom hier vor mir steht. So, jetzt aber. Erstmal muss ich jetzt, hoppla. Erstmal muss ich jetzt gucken, ob ich vielleicht sogar noch eine bessere hab. Und ich hab eine bessere! Wie verkaufe ich denn hier? Ganz schön viele. Enter verkaufen. Vom Rucksack, oder? Rechts. Ja. Ich habe gerade meinen ersten Fail. Schön was eingekauft, was scheiße ist. Hier gibt's noch keine guten Waffen. Ich kaufe ja auch nichts. Ich habe alles nur verkauft, um Platz zu machen. Okay, was haben wir denn hier? Sirenen-Skin-Anpassung. Ah, das kostet jetzt Geld hier. Schwachsinn. Gut, nee, ich habe nur verkauft, Leute. Nur Geld gemacht. Yep, ich glaube, ich kann auch alles. Obwohl, ja. Waffen, Waffen, Waffen. Waffe, Waffe, Waffe. Verkauf, verkauf, verkauf. Komm. Verkauft. Das hier eine gute Waffe. Was habe ich da verkauft? Ich weiß nicht, was ich verkauft habe, aber es sah wertvoll aus. Verdammt. Schilde, als persönliches. Was genau ist jetzt unsere Mission? Finde das letzte Audiolog ist die nächste Mission. Ach, und das müssen wir hier irgendwie finden. Jupp, ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Ist es dieser runde Kreis? Ja, das ist dieser runde Kreis, ich sehe schon. Ich weiß, glaube ich, wo es ist. Oder ist es unser Kumpel hier? Nach Beamis aus und ich möchte dich nicht dabei haben. Nicht als Soldat und nicht als Ehemann. Was? Was zur Hölle, Sarah? Weißt du noch, Hestia? Statt den Würdenträger zu beschützen, wie es dein Befehl. Oh, meine Fresse! Hast du ihn gefunden? Lief das nicht gerade ein Audiolog von mir? Keine Ahnung. Wilhelm! Wilson Jack hat sie umgebracht, oder? Was für ein Jammer. Oh. Bring mir die Echos bitte her, wenn du dich dazu in der Lage fühlst. Ja. Echos sind die Audiologs. Ich also glaube, er ist schwul. Da steht er doch schon rum, der Kollege. Ich habe ja, da mal ran. Moment mal, habe ich hier... Ich habe hier ein Messer dran an meiner Waffe. Super. Ich glaube eher, das ist so ein Truthahnschneider für Weihnachten, weißt du? Jo. Jo, gut, beide Waffen, die ich kriegen kann, sind scheiße. Nee, also, die teurer ist. Es geht, nehmen kann es tatsächlich besser. Und für wahr, du bist der Richtige dafür. Ja. Wie so vergleicht ihr? Ich schaue nur, ob die Pfeile nach oben oder nach unten gehen. Richtig. Und ich habe jetzt gesehen, dass beide nach unten gegangen sind bei Stärke, ja. Und da habe ich nur die teurere ausgewählt für $58. Das war so mein... Das Prinzip gerade meiner Auswahl. Ja, das alles sieht bei mir ähnlich aus. Sunlight! Dankeschön! Herzlich willkommen, Kunde! Hier kann man übrigens Smully holen. Hier. Und Granaten. Also hier rechts auf dem Board, wo ich jetzt gerade davor stehe mit dieser Dartscheibe drauf, gibt es wahrscheinlich neue Missionen. Aber wir haben noch genug im, wie soll ich sagen, hier um uns rum, glaube ich. Machen wir erst mit die, oder? Ja. So, nächste Mission wäre, ich lese mal vor, wenn es okay ist, bester Handlanger aller Zeiten. Erledige Captain Flint. Oder wollen wir, die Stadt ist nicht groß genug, säubere Friedhof. Halt, das habe ich schon. Säubere Teich, das müssen wir noch machen. Die Hälfte haben wir schon erledigt. Machen wir die als nächstes. Säubern wir den Teich. Okay. Das ist gleich hier vor der Tür, also wir stehen schon davor. Alles klar. Ich glaube, wir müssen da runter. Was ist denn das? Direkt unter der Brücke. Hier. Hier. Da unten ist schon Gegner, ich sehe schon einen. Hä? Habt ihr euren zweiten Perk schon verteilt hier? Ja. Ich, oder? Ich schon. Gott! Der war nice. Also diese Knarre hat ja mal Wumms jetzt hier. Und mit der One-Hit kriegt man nicht, das Gefühl. Ich mach mit dieser Knarre echt One-Hits. Au! Oh. In den Kopf! Effizient. Die Bullymonks werden es sich künftig zweimal überlegen, bevor sie friedliche Städte überfallen. Ja, das sind jetzt auch wirklich noch die kleinen Gegner. Kehr bitte zum schwarzen Brett zurück. Ich habe das Gefühl, als wäre das einer unserer ersten Quests gewesen. Ja. Die Bullymons? Dass wir ein bisschen zu weit am Anfang waren. Das war zu leicht. Das haben wir irgendwie übersehen, so die Hälfte. Ja, genau. Ist einfach mal der Typ von Game One hergekommen. Ist mit einem Pokémon gepaart. Ja, kam Bullymon mal raus. What? Hey! Geht immer noch nicht. Wir müssen mit dem Typen da quatschen, oder? Ja, ja. So, abgeschlossen. Belohnung einsammeln. Bitte lass Captain Flint so langsam wie möglich. Was ist das denn? Naja, war nicht besser. Mistkerl. Ja.
Und mit F kann man prüfen. Wenn du hier draußen eine Weile überleben willst, brauchst du einen besseren Schild. Okay. Mein untertänigster Vorschlag, einen besseren besuche Schild? Den alten Crimson Raiders unter Schlupf. Nee, es heißt schon den Schild. Hier sind zwei Quests verfügbar. Hoppala, ich habe beide, glaube ich, sofort angenommen, als ich geklickt habe. Ich auch. Okay, Meister der Uhrzeit, wie sieht's aus? Ja, 6 Minuten 25 Sekunden. Ich glaube, plus wir können 7 Minuten. 2 Minuten? Ja, wir können noch ein bisschen rumlaufen in Richtung des nächsten Quests. Es war wieder da hinten, so wie es aussieht. Jo, yep. Würde ich auch dann. Das heißt, wir dürfen wieder unschuldige Gegner töten. Ich will den Bagger hier fahren. Wer will das nicht? Ja. Bagger fahren. Yes. Ob man hier runterspringen kann. Halt mal nachladen. Das ist doch da hinten, diese Hütte, wo ich ganz am Anfang mal hin wollte. Ist auch schon sein. Nein! Nein, was? Es geht nicht. Runtergefallen. Achso. Warum? Ich bin frei. Frei wie ein Vogel. Ja, ich kann hier aus der Entfernung nichts ausrichten. Eine Invisible Wall. Verdammt, bin ich jetzt runtergefallen? Oh. Scheiß drauf! Kommt her, ihr Schweine! Bin auch dabei. Rein da! Wartet auf mich! Du! Jetzt gibt auf die Schnauze! Schnotter hier! Immer drauf! Komm her! Ja, echt kein Fall damit. Der merkt mich gar nicht. Hallo? Ich habe etwas gezogen. Ja. Nein, noch nicht. Ich vergaß. Der Schaltkasten des Unterschlupfs gab den Geist auf, nachdem Claptrap versucht hatte, sich darin zu integrieren. Was? Naja, integriert hier. Also die nächste Mission ist, finde die Sicherung. Ich tippe mal drauf, die steckt in Claprats Hintern oder so. Ja, aber jetzt können wir mal Break machen, oder meine Freunde, sieht's aus. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part, liebe Freunde. Ach ja, der ist ja auch noch da. Bis dann. Hause! Tschüss.